Willkommen auf der Küstenstraße, wo wir haben gerade ja, eine kleine Odyssee hinter uns, wenn ich das mal so sagen darf. Boah. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen mehr Glück hier, während wir zur Tankstelle gehen. Das Wetter sieht irgendwie sehr kurios aus, weil heute ist Blizzard-Tag. Klingt wie ein Festtag bei Salon da. Irgendwie mache ich immer nicht die Kofferraum-Dinger auf, warum auch immer. Ist vielleicht gar nicht so gut. Kann denn nun. Also, das in dem Auto. Eine Waffe sein kann, haben wir. Unsere allererste Waffe war in diesem Auto, das wir gerade aufgestemmt haben. Aber in einem Kofferraum? Das weiß ich halt nicht. Mann, ey, gab mal Zeiten, da haben wir so viele Gewehre gefunden und jetzt auf einmal. Auf an ganz kuriosen Stellen haben wir da Gewehre gefunden. Ich mag mich gar nicht umgucken, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte eigentlich nur gerade auslaufen. Eigentlich nur gerade auslaufen. Ich sehe noch, komm, wir werden hier sterben in der Herausforderung. Während wir ein Gewehr haben, werden wir von einem Bär getötet oder irgendwie sowas. Also entweder wird das Wetter noch besser oder es wird einfach nur noch schlechter. Ich würde ja gerne mal, also so Neugier, aus der Neugier heraus würde ich schon gerne wissen, wie dieser Blizzard aussieht, wenn er kommt. Aber mich soll es nicht stören, wenn er nicht kommt, dann habe ich nämlich mehr Puffer, das Gewehr zu finden. Eine große Plaisir, muss ich sagen. Kann man uns ja aus dem Patronengewehr schustern. Wäre ohne Idee. Aber so viel Pech muss man erstmal haben. Tja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gewehr in der Bärenhütte da liegt. Kann ich mir einfach nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, da habe ich es nur ein einziges Mal gesehen bis jetzt, das Gewehr. Warum sollte denn jetzt dieses Mal da sein? Geil, wie schön. Mir wäre lieber, wenn ihr um die Garage da rum wuseln würdet, anstelle von den Wilden. Wenn ich ehrlich bin. So, die Fackel gibt gleich einen Geist auf, deswegen nehme ich gleich mal eine neue. Und die lasse ich mal da. Oh, ist wenigstens Stille. Meine Herren, diese Fackeln, die sind auch so laut. So. Kann auch nicht rennen, weil er. It needs something to eat. Weil er Hunger hat, deswegen kann er nicht rennen. Nee, deswegen eigentlich nicht, sondern weil wir heillos überladen sind. Auch wenn das noch nicht unser Rekord ist. Ein wenig flotter geht's gerade, aber weil wir gerade aus. Wir sind ja jetzt gut ausgeruht, da geht's eigentlich. Hier wird kalt. Wie kalt haben wir denn? Minus 7 Grad? Oh, komm. Das sind zwar Temperaturen, die haben wir letzten Winter nicht so erreicht, aber. Das sollte man noch aushalten können. Minus 7 Grad. Oh Gott, ich will heile ankommen. Bitte, 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 bitte. Heile. Heile, heile, heile. In die Tankstelle. Kommt dann immer so ewig vor hier, dieser Weg. Man sieht doch gerade gar nichts, weil es ganz schön nebelisch ist hier. Könnte alles und nichts sein. Können wir wirklich. Ein bisschen können wir rennen, aber das bringt jetzt gerade nicht so die Punkte. Sieht alles gut aus. Also diese roten Balken, na, die sehen nicht so gut aus, aber. Alles andere sieht gut aus. Wo war eigentlich. Das war im Pleasant Valley, ne? Wo ist da diesen. Ja, weiß ich nicht, was das war. Diese wie so eine Scheune mit einem Wald. Da weiß ich zum Beispiel, dass wir da auch schon mal. Mein Gewehr war. Oh, ich hasse diese Stelle hier, ne?
einfach so mega kacke hier. Mit dieser Wolfsplage. Und irgendwo kommt da hier auch immer noch ein Bär runtergetrudelt. Ich habe aber gerade überhaupt gar keine Geduld für irgendwas davon. Ich möchte einfach nur nach Hause. Das war zu viel. Die Reise. Ich muss mich kurz ausruhen. Aber nur kurz. Wie gesagt, ganz ehrlich, also wenn das Wetter so bleibt, dann hätte ich kein Problem damit weiterzuziehen. Überhaupt gar keins. Oh Gott, wir sind da ohne eine Störung. Ein Traum und rein hier. Wuhu. Ich würde lachen. Habe ich überhaupt irgendeinen Kofferraum aufgemacht? Wenn in irgendeinem Kofferraum, ich platziere das alle gleich hier vorne rein, in irgendeinem Kofferraum das Gewehr ist und das ist mitten vor unserer Nase, das wäre zu lustig. So, hier haben wir 10 Patronen schon drin. Alle klar. Wir haben wirklich... Oh Gott, wir haben die ganzen Patronen zur Verfügung. Ich werde bekloppt. Das Petroleum packe ich einfach mal hier den... So viel Zeug braucht da kein Mensch hier. Also zumindest nicht in der Tasche. Und was mache ich das eigentlich so unsortiert? Das ist nicht gut. Hier haben wir nochmal Lampenöl. Wo hatten wir nicht? Da ist er. Ich glaube, das ist... Tja! Tja! Ja. Wir haben es, ja, fast. Oder auch nicht. Wir könnten fischen gehen. Was hätte dann davon eine Runde fischen? Hm? Für das Essen. Aber das bringt mich nicht weiter mit unserer Gewehrproblematik. Hier ist noch Kohle. Womit ich die rumtrage, weiß ich gerade auch nicht so genau. Ich gucke einfach mal, was ich hier so machen kann. Ist überhaupt noch Platz drin? Ist ja fast kein Platz mehr drin. Sehr schlecht. Passt das Nummer 3? Na, nee, Bild nicht mehr. Und hier ist jetzt auch nicht mehr so viel Platz. Wo habe ich denn das andere Zeug hingepackt? Anscheinend hier. Okay, gut. Da packe ich auf jeden Fall das Zeug rein. Na. Und das Hundefutter. Ich packe mal den Kräuter. Ja, alle umlagern, den packe ich mit rein. Ich packe auch den alle und auch das alle umlagern. Erstmal reinpacken und dann kann ich wieder rauspacken, wenn ich noch was brauche. Okay, passt nichts mehr rein. Oh, da ist... Ja, na klar, bei dem Benzinkanister ist es eigentlich gar kein Problem, da Sachen reinzupacken. Lebensmittel. Sind ja Dosen, die sind da gut abgeschirmt. Hier ist eine Ein-Mann-Packung. Und die Riegel würde ich gerne für mich behalten. Also für unterwegs. Ich hoffe, das ist nicht zu egoistisch. Aber irgendwas muss ich ja essen. Und Anna hat immer Hunger. So, wie viel haben wir denn jetzt? 12 von 15. Ah! Oh Gott, ich glaube, wenn wir angeln gehen würden, das würde sogar was bringen. Oh nee, wer ist das wirklich nicht schön, wenn ich das mal so sagen darf. Kommen Sie, Fräulein Anna, ich gebe Ihnen mal ein wenig was zu essen. Wir könnten uns vielleicht ein wenig Wasser abkochen. Ich habe, glaube ich, da noch mehr Zeug hier, was ich ablegen kann. Das ganze Erste-Hilfe-Krams hier, na... Guckt mal an hier. Oh, passt schon gar nicht mehr rein. Na nü. Ich bräuchte mal hier irgendwas, wo ich was reinpacken kann. Hier so eine Schublade. So viel Zeug bräuchte doch gar nicht, glaube ich. Wie viele Verbände haben wir eigentlich mit? 7. Okay. Das kann ich noch so durchgehen lassen. Unsere Klamotten. Ja, okay, geht alt gut. So, was haben wir denn jetzt hier an Sachen, die wir eigentlich nicht brauchen? Das nächste Set. Der Wetzstein, den brauche ich unterwegs auch nicht. Denke ich jetzt einfach mal. 27 Patronen brauche ich nicht. ich glaube, den Brandbeschleuniger würde ich schon gerne behalten. Jetzt haben wir hier 4-mal Angelzeug. Wollen wir mal angeln gehen? Ich meine, ich weiß ja nicht, was hier für ein... Oh, falsch. Ach! Ach, das war der Sturm, oder wie? Ach, wir sind jetzt schon... Ach so! Ach, so ist das. Na, dann wartet mal, dann, mache ich erstmal was anderes.
Nämlich mich umgucken. Nach den Autos umgucken. Ist ja schon auf. Nein. Nichts ist drin. Okay. War hier nicht noch irgendwo ein Auto? Da war ein Auto noch. I would eat anything right now. Ja, Anna, das, da, ne? Geht's dir wie viele? Die würden auch gerne mal alles essen, aber das geht halt nicht. Okay. So viel, er wird mir Wasser abkochen, aber okay. Ja, gut, das war jetzt gar nicht so schlecht, aber... Jetzt fängt's an zu schneien. Und ich will mir die Zeit vertrödeln mit Fische fangen. Ich glaube, das mache ich noch nicht jetzt. Waren wir eigentlich schon in diesem Auto hier drin? Kann mich irgendwie nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Ah, kann ich das abbrechen? Was waren das? Hilfe! Was waren das für Geräusche? Was? Kofferraum ist leer. Natürlich ist der Kofferraum leer. Hab ich nicht gerade ein... War das ein Vogel? War das ein Wolf? Was war das? Was war das? Und wie komme ich nochmal zum Rätselsee? Fragen über Fragen. Ich weiß, vor der Tankstelle ist noch ein Auto, was wir hätten durchsuchen können. Machen wir noch. Wir müssen ja wieder zurück hier. So sieht er nicht. Ich laufe jetzt erstmal den Weg, den wir zum Rätselsee laufen müssen. Und fischen kann ich immer noch. Also in der Not, ich kann immer noch sagen, hier sind ja überall die Fischhütten, dass ich fischen gehe. Kann noch am Rätselsee fischen gehen. Das bleibt so. Okay, ja, gar nicht. Ach, ne, wir hatten, war kein schönes Wetter gewesen, wo wir jetzt da die Anlage, da diese Wahlanlage untersucht haben, aber... Bei dem Bär. Der Bär ist da. Der Bär ist da. Läuft der gerade irgendwie oben lang oder so? Wo läuft das Mistvieh gerade lang? Dann ist hier eine Wolfparade, natürlich. Wo ist Meister Petz? Ich weiß, dass das hier eine Route von ihm ist, aber... gut. Wartet, wir haben es gleich. Na, sehr gut. Ich denke dann immer, das Spiel stürzt ab, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein typischer Freeze von, mein Spiel stürzt sofort ab. Ah, je. Also ich hätte ohne Stör gegen Manfred mal wieder neu zu machen. Das mache ich ja des Öfteren mal. Nur diesmal sollte ich dran denken, den Long Dark-Dings zu speichern bei AppData. Weil da sind die Long Dark-Dinger drin, ne? Aber irgendwie habe ich auch da gar keine Zeit für. Passt mir überhaupt gar nicht. Zwar behebt man da viele Sachen mit, aber... ja. Manchmal auch nicht. So, von da aus müssen wir dann hoch, ne? Zum... Rätselsee, ich glaube. Aber ich hab den Meister Petz erwähnt, das war er auf jeden Fall. So ein tiefes Schnaufen hat nur er. Und ich weiß nicht immer, wie viel. Ich kann noch nicht so gut abschätzen, wie viele Bären hier immer gleichzeitig rumlaufen. Ich hab das Gefühl auf jeden Fall, dass es immer zwei sind. Und wenn jetzt einer da hinten ist, haben wir vielleicht gute Chancen, keinen zu treffen.
wäre traumhaft. Das wäre schön. Mir schlägt gerade irgendwie mein Fuß ein. Ich sitze gerade schon wieder. Warte mal. Ich sitze hier gerade sehr, sehr blöd da. Where can I find something to eat? In deiner Tasche, meine Süße. Guck mal, in deiner Tasche hast du frische Müsli-Riegel. Glaubst du, Anna? Brauchst du gar nicht zu fragen. Einfach in deine Tasche gucken, Fräulein. Oh Mann, ich muss mir unbedingt jetzt hier nach. Denk mal hier nach, Mike. Wieder eine Pause. Irgendwie nehme ich immer vier Parts auf. Das ist sehr, sehr seltsam. Muss mir unbedingt mit dem Bär das nochmal angucken. Das war ja grandios. Der Plüschbär steht da einfach vor uns. Wie viele Tage haben wir noch? Wir haben noch 19 Tage. So, come. Make a fire. Make a hot fire. Also ich mache mir ehrlich gesagt um das Essen jetzt nicht mehr so die Sorgen, weil zur Not würde ich ausprobieren. Also wir haben genug Kugeln, dass ich auch genug daneben schießen kann. Wie gesagt, wir können fischen gehen, wir können Rehe töten gehen. Das klingt total hart, das tut mir leid, Rehe. You eat trees? Und zur Not würde ich auch die ganzen Wölfe erschießen, um gucken, ob das Wolfsfleisch was bringt. Das haben wir schon lange nicht mehr benutzt, weil ich benutze das ja nie wegen, weil ich weiß, dass man davon, dass das ja giftig ist und tralilalalu. Aber in der Not können wir das ja ausprobieren. Das ist halt nicht das Ding. Uns fehlt einfach nur diese dämliche Gewehr. Wo habt denn ihr das so gefunden? Wenn ihr das gespielt habt, wo war bei euch das Gewehr? Das würde mich wirklich höchst interessieren. Interessieren? Interessieren klingt wie ein neues Wort, was ich gerade erfunden habe. Interessieren. Mindestens zwei Personen weiß ich, dass die das irgendwie gefunden haben müssen. Ich glaube, ich weiß, dass die eine Person zurzeit etwas beschäftigt ist und deswegen gar nicht mehr so zum Gucken kommt. Aber kein Problem. Unsere Videos sind ja nicht weg. Und ich bin geduldig. Was will mir die Musik jetzt eigentlich sagen? Dass da wieder Wölfe sind, die da Freeclimbing praktizieren. Ich hoffe nicht. Reicht mir langsam hier. Das reicht mir. Also die ist wirklich, die ist... obwohl wir in der letzten Herausforderung von einem Bär angegriffen wurden, muss ich wirklich sagen, dass diese Herausforderung ein wenig nervenzerreißender ist. Nicht nur, weil man die ganze Zeit so die Zeit im Nacken hat und überlegen muss, sondern einfach von den Sachen, die uns hier passiert sind. Kann natürlich bei jemand anderem total anders gewesen sein, das ist mir klar. Ach ja, in dem Trailer liegen bestimmt keine Waffen, ne? Ist kein Waffen-Spawnort. Jedenfalls hier ein Wolf-Spawnort, das weiß ich. Das wäre mega lustig, wenn hier eine Waffe drin wäre. Ist er aber nicht. So viel Glück haben wir nicht. Nein, nein. Nein, nein, so viel Glück haben wir nicht. Uiuiui, warte mal, ganz kurz, ich muss mal kurz eine Aktion machen, nämlich nur ein wenig meine... Ah, das bringt überhaupt gar nichts, warte mal so. Ja, okay, das ist auch jetzt nicht gerade, aber nee, ist überhaupt gar nicht gut. Wartet kurz, ich bin sofort da. So, super, klasse. Mein Vorhang hat gerade so einen Minispalt da Sonne durchgelassen, das nervt mich sehr. So, wir haben hier mal wieder eine Fackel. Das ist ja supi. Da war sogar eine Laterne, wie ich gesehen habe. Und irgendwie war mir so, dass wir mal in so einem Betten hier eine Leiche hat mit einer Waffe. Oder habe ich das einfach nur in irgendeinem Video gesehen? Manchmal vermischt man das viel zu sehr. Ein einfacher Wintermantel, den haben wir sogar an, glaube ich. Und hier ist nichts drin, das ist auch gut. Und hier haben wir noch so eine... Huch, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Mensch, das ist ja hier... Wow. Hier ist ja gar nichts. Gottes Willen. Das ist ja schrecklich, dass hier wirklich gar nichts ist. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part... Tatsächlich ist dieser Part schon zu Ende. Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Gehen wir rüber zum Rätselsee. Ich werde den Hoover-Damm
kurz erkunden. Wenn ich aber merke, dass Fluffy nicht unten langläuft, werde ich schnell wieder raus, obwohl ich wirklich neugierig wäre, was in dem Safe ist. Und ob in dem Hooverdamm eine Waffe spawnt, habe ich auch keine Ahnung von. War da eine Waffe? Ich weiß es nicht. Und dann müssen wir den Rätselsee ein wenig absuchen und dann freue ich mich darauf. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.